A2.2. Kreuzen Sie die Wertemenge der Funktion p an. Wir haben einmal y mit Eigenschaft y größer gleich minus 2, y kleiner gleich minus 2, y größer gleich 1,5 und y kleiner gleich 1,5. Um die Aufgabe zu lösen, brauchen wir jetzt natürlich die Angaben von drüber, nämlich die Funktionsgleichung bzw. Scheitelpunkt und Öffnungsfaktor. So, schnell zur Begrifflichkeit. Es gibt eine Definitionsmenge, eine Wertemenge. Definitionsmenge ist alle Zahlen, die ich für x einsetzen darf. Und die Wertemenge ist dann im Prinzip, was dafür rauskommt. Welche Zahlen, welcher Zahlenbereich. Also wir suchen die Zahlen, die rauskommen. Und das kann ich mir recht einfach überlegen, wenn ich schnell ein Koordinatensystem zeichne. Ja, x, y. So. Jetzt trage ich den Scheitelpunkt ganz grob ein, minus 2, 1,5, also liegt er ungefähr so hier, auf der Höhe von 1,5. Ich habe eine unten nach unten geöffnete Parabel, weil der Öffnungsfaktor ist minus 0,5, also negativ. Also sieht die Parabel vielleicht so aus. So, und jetzt kann man im Prinzip auch schon alles Nötige ablesen, was man braucht. Ja, alle Parabel, die komplette Parabel liegt unterhalb der 1,5, also kleiner als 1,5. Damit fällt natürlich hier die minus 2 raus. Das ist nur Verwirrung, dass man hier vielleicht eventuell die x-Koordinate benutzt. Größer als 1,5 stimmt auch nicht, weil die liegen ja alle unterhalb der 1,5. Also sind sie kleiner als 1,5 und damit ist auch die Wertemenge y mit der Eigenschaft y kleiner gleich 1,5 richtig.